Servus und hallo zu einer neuen Ausgabe von Games und Playtime. Wir spielen heute Hitman und bei mir ist mein Kollege der Christoph. Hallöchen. Und natürlich habe ich ein paar große Fragen für euch parat. Tja. So, ja, gut. Also Hitman allgemein. Erzähl uns grundsätzlich von der Story, weil da setzen wir gerade neu an. Genau. Ja, also genau gesagt sind wir jetzt gerade die Hitman Beta, die ja für Vorbesteller spielbar war. Zuerst auf der PS4, dann für den PC etwas später. Logischerweise zeigen wir die hübschere PC-Version her. Hitman, man kann sich vielleicht auch schon am Namen denken. Es heißt jetzt nicht irgendwie Hitman mit Untertitel oder sonst was, sondern das Spiel heißt wirklich nur Hitman und stellt quasi so ein Reboot der Serie dar, ja, ähnlich wie es auch bei Tomb Raider der Fall war. Und auch hier bekommen wir die Geschichte erzählt eines jüngeren Agent 47, also sprich, wir bekommen mehr über die Anfänge unseres glatzköpfigen Profikillers. Ja. Und ja, das ist ganz nett. Man erfährt halt ein bisschen was hintergrundtechnisch und gleichzeitig natürlich bekommt man so die Möglichkeit, auch wieder viele neue Missionen einzubauen. Ja, Viele dein. neue Missionen. Da fängt es auch schon an. Wie wird das Ganze denn verkauft? Genau, denn das ist schon einmal die erste große Besonderheit. Das Ganze erscheint jetzt nämlich zumindest am Anfang noch nicht als komplettes Spiel, so wie man es eigentlich gewohnt war von den Hitman-Teilen. Also sprich, man geht in den Laden, kauft sich um 50, 60 € seine komplette Version, hat dann seine Mission, sondern Publisher Square Enix möchte so quasi in diese Richtung Episodenvermarktung gehen. Square Enix hat ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt durch Life is Strange, ein wirklich tolles Point-and-Click-Adventure. Und bei Hitman möchte man jetzt ähnlich ansetzen. Also das Ganze funktioniert so, es wird glaub Mitte März, 11. März oder so ist der Release, wenn ich mich nicht täusche, da erscheint die Basisversion des Spieles. Die kostet dann ungefähr 15 € auf der Konsole ein paar Euro mehr. Und die beinhaltet einmal den Prolog, das sind zwei Übungsmissionen. Die eine Mission sieht man jetzt hier gerade, die andere Mission spielt auf so einer Yacht und dann ist noch eine Location enthalten, Paris nämlich. Ja, da kennt man ja schon die Videos von dieser hübschen Modenschau, die haben wir in dem Fall in der Beta leider noch nicht drinnen gehabt, sondern eben wie gesagt nur diese Prolog-Missionen. Und in den darauffolgenden Wochen werden dann weitere Location ja, zum Verkauf angeboten. Jede Location, die man sich holen möchte, kostet aber auch 10 €. Jetzt hat man die Möglichkeit, dass man eben sagt, okay, ich hole mir das Basispaket, hole mir dann um 10 € die Location, wenn sie mir gefällt, logischerweise. Oder man sagt, man holt sich einen Season Pass, ja, der kostet dann auch so 35 € am PC, auf der Konsole wieder ein paar Euro mehr. Und die beinhaltet dann alle kommenden Locations. Oder man pfeift komplett auf dieses System und holt sich dann einfach ein paar Monate später die sogenannte Complete Edition und die beinhaltet dann wirklich quasi das komplette Spiel. Wichtig ist aber, die Complete Edition erscheint natürlich erst dann, wenn alle Locations freigeschaltet worden sind. Also wer jetzt von Anfang an dabei sein möchte, der muss sich quasi zwangsweise die Basisversion holen plus eben diesen Season Pass. Das heißt, das ist die neue und lustigere Art von Early Access, ja? Ja, also ich habe schon mit meinem lieben Freund, den Felix, mit unseren Kollegen über das Thema gesprochen. Du bist ja, glaube ich, auch nicht so ein Riesenfan von diesen Episodenformaten. Mann, du hast ja jetzt doch hier schon Dutzende Telltale-Games hinter dir. Das Problem, was ich aber sehe oder wo der Unterschied ist, auch zu diesen Telltale-Spielen, ist folgender. Erstens, ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich mir diese Basisversion hole, dass das mehr oder weniger fast eine kostenpflichtige Demo ist. Ja, das klingt jetzt sehr hart, aber wenn man sich so an die alten Zeiten erinnert, wie es noch wirklich Demos gab, da war es ja wirklich so, dass die Leute konnten ein, zwei Missionen kostenlos spielen aus der Vollversion und konnten sich so dann ein Bild machen und haben dann entschieden, sich möglicherweise das Spiel komplett zu kaufen. Hier dreht man quasi den Spieß um und sagt, nee, es gibt nichts zum Testen, sondern wenn ihr testen wollt quasi, dann müsst ihr mal 15 € in diese Basisversion investieren und erst dann könnt ihr vielleicht beurteilen, ob euch das überhaupt gefällt. Also ich bin nicht ganz so wirklich überzeugt. Vor allem gerade bei Hitman, es bietet sich zwar an, dieses Episodensystem durch diese verschiedenen Locations. Auf der anderen Seite, man Hand aufs Herz, ich glaube, jeder möchte einfach ein volles Spiel haben. Und ja, also es ist eine zwiegespaltene Geschichte. Ja? Ich möchte nicht sagen, dass sie komplett falsch ist, aber ich bin jetzt auch nicht so komplett überzeugt davon. Ne? Ja gut, ich meine, das Problem, also naja gut, das Ding ist halt,
Man kennt Hitman ja allgemein und ich meine, man muss ja nicht in eine Demo investieren oder sonst was, sondern man kann ja auch einfach irgendwie ein früheres Hitman-Spiel spielen und das für 3 € irgendwo kaufen und sich so halt quasi eine Demo holen, weil es bleibt ja vom Gameplay her relativ gleich, oder? Absolut, so ist es. Also, wer jetzt zum Beispiel den letzten Hitman-Teil gespielt hat, Absolution, es hat sich überhaupt nichts verändert. Steuerung, Gameplay ist wirklich ident geblieben. Also, es geht nach wie vor darum, dass wir eine Zielperson ausschalten und das auf verschiedene Arten und Wege. Also, wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns verkleiden, wir können stealth-mäßig vorgehen, wir können ihn erwürgen, wir können ihn erschießen, wir können ihn mit Rattengift vergiften und so weiter und so fort. Also, man sieht es auch hier im Video. Es ist halt das gewohnte Hitman-Konzept und da wurde jetzt nichts großartig verändert. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, weil darum geht es ja in Hitman. Man ist ein Auftragskiller, es geht sehr stealthig zur Sache. Ja, nur dass man halt jetzt eben hier diese Locations reingebracht hat. Ja, gut. Thema Spielmodi. Genau. Es ist so, dass das Hitman, oder besser gesagt, Square Enix hat eine weitere Neuerung eingeführt. Das sind die sogenannten oder das Live-Feature, so wird es halt genannt vom Publisher selbst. Diese Live-Feature sollen halt eben für Abwechslung sorgen. Also man muss sich das so vorstellen: Früher bei den alten Hitman-Teilen, da hat man sich die Vollversion geholt und in der Vollversion war dann halt ein gewisser Inhalt drinnen und eine Story und wenn die durch war, war die durch. Dass man das Ganze nochmal ein zweites oder drittes Mal spielt, ist eher unwahrscheinlich gewesen. Ja, außer man hat jetzt wirklich Bock gehabt, irgendwelche Achievements zu bekommen. Im neuen Hitman möchte man für mehr Langzeitmotivation sorgen durch verschiedene Spielmodi. Da gibt es zum Beispiel einmal den Elusive Target. Und das kann man sich so vorstellen, es taucht für eine, also quasi in dem Moment, wo ich das Spiel spiele, starte, gibt es eine Live-Mission. Das heißt, ich soll eine gewisse Zielperson erledigen. Das Besondere dabei ist, das Ganze läuft in Echtzeit ab. Das heißt, ich habe wirklich nur jetzt in diesem Moment die Chance, diese Person zu erledigen. Und es gibt kein Neuladen, es gibt kein, wenn ich jetzt versage, von den Wachen entdeckt werde, dann ist die Mission vorbei und diese Mission kommt auch nicht mehr wieder. Ja, das heißt, es ist wirklich so eine quasi ganz coole Geschichte, um eben die Leute zu motivieren. Das kann man sich dann so vorstellen wie Daily Missions bei diversen MMOs oder MOBA-Spielen etc. Es gibt dann auch dann den Escalation-Mode. Da geht es dann eher darum, dass man versucht, auf kreative Art und Weise den Gegner zu, also die Zielperson zu erledigen. Man hat jetzt auch schon in der Beta diese Challenges gehabt, ja, die einen zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Also ich kann Zielpersonen zum Beispiel erledigen, indem ich mich als Wache verkleide oder als Yachtpersonal oder ich verkleide mich als sein Gesprächspartner, ja, und erdrossle ihn dann oder ich bringe irgendwo eine Bombe an. Also da geht es dann wirklich, das ist der weniger ernsthafte Modus unter Anführungsstrichlein. Also hier geht es dann eher wirklich um diesen Fun, um diesen Spaß, den man halt auch in den Hitman-Spielen hat. Und dann gibt es noch eine weitere Geschichte, die ist aber jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigt, ob die dann noch reinkommt. Das sind dann diese Live-Challenges, das auch ein bisschen von den Spielern kommt. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendein, ja, ein Streamer sagt, hey, wisst was, wir machen jetzt hier eine Live-Challenge, wir dürfen die Zielperson nur mit einem Hammer erledigen, dann ja, kann man da eben teilhaben an dieser Geschichte. Also so versucht man halt eben ein bisschen Abwechslung reinzubringen in diese ganze Hitman-Gameplay-Thematik. Ja gut, es klingt halt an sich eigentlich ziemlich nett und Es ja. es ist eine Idee, sagen wir so. Genau, es ist eine Idee, man muss natürlich abwarten, wie dann die Umsetzung ist in der finalen Version. Also natürlich würde ich es cool finden, wenn man sich quasi in das Spiel einloggt, unter Anführungsstrichlein, und dann hat man plötzlich bei der Location, sagen wir jetzt Paris, habe ich jetzt plötzlich eine andere Zielperson und da muss ich auch anders herangehen. Natürlich würde das auf jeden Fall für Langzeitmotivation sorgen. Die Frage ist natürlich, wie lang versorgen uns die Entwickler mit neuen Inhalten, mit neuen Challenges oder ist dann nach einem halben, dreiviertel Jahr Schluss? Das sind natürlich dann die Fragen, ja, die bis jetzt natürlich logischerweise nicht beantwortet sind. Da müssen wir uns dann auch ein bisschen überraschen lassen. Ja gut, das ist dann halt wieder, dank dem Episodensystem müssen sie ja ein bisschen Content bringen und immer Auf jeden wieder Fall. zeigen, dass sie noch da sind, weil sonst kaufen die anderen nicht, So ist es. theoretisch vielleicht. Hast du grundsätzlich noch was zum Gameplay zu sagen oder zum Spielablauf an sich?
Also Thema von vorhin. Also ich glaube, man sieht es jetzt eigentlich im Video, es gibt jetzt nicht wirklich was Großes Neues oder Revolutionäres. Also die Features sind übernommen worden aus Hitman Absolution. Mit dem einzigen Unterschied, in Absolution, da gab es ja diese Möglichkeit, dass wenn man Leute stealth-mäßig erledigt hat, dass sich so ein Hit-Pointer aufgeladen hat, da konnte man dann quasi in Slow-Mo Gegner gezielt ausschalten. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also das Spiel ist ein bisschen mehr auf quasi Realismus getrimmt. Ja, also man Waffen. Gewalt ist im neuesten Hitman, ja, spielt eine wirklich eine ganz untergeordnete Rolle nur. Also Waffen setzt man eigentlich so gut wie gar nicht ein oder nur im Ja gut, äußersten Notfall. Ja. das war ja immer der Plan in jedem Teil Genau, eigentlich, war aber im wenn so wenig wie Vorgänger möglich griff man schießt. halt eben öfter zur Waffe, ja, da eben auch durch dieses Ta Mark Ta Target System. Ja. Ja, das sieht man ja genug Bilder auf dem Eingang. Es Genau. gibt keinen Alarm, wenn jemand da ist, um Alarm zu schlagen. Ja gut, wir sollten das vielleicht noch kurz aufklären. Wir lassen ein Video laufen, und zwar ein Video, das wir vorhin aufgenommen haben, Genau. als wir die Mission gespielt haben. Das liegt daran, dass Christa auch irgendwie nicht sprechen und spielen kann. Nein, ich bin ein unfähiger Mensch, ja. 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 Also nicht, dass ihr denkt, wir ziehen uns irgendwo Videos runter und machen Blödsinn, sondern das sind schon Dinge, die wir gespielt haben. Ja, natürlich. Gut, dann jetzt noch kurz zum Thema Grafik. Ich meine, man sieht ja, wie es aussieht, aber. Also hier gerade in der Beta, ich habe wirklich alles auf Anschlag aufgedreht, was sich auch bei den Frames teilweise bemerkbar macht. Also selbst mit meinem System war ich froh, dass ich dann doch über die 60 FPS gekommen bin. Ja, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber trotz allem, das neue Hitman ist sehr anspruchsvoll. Es kommt aber auch eine wirklich tolle Optik zum Einsatz. Also die Engine, die verwendet wird, das ist die Glacier Engine. Das ist eine hauseigene Engine von IO Interactive. Und es ist leider, ich muss wirklich sagen, es ist echt schade, dass wir nur die Prolog-Mission in der Beta zeigen konnten oder spielen konnten, denn gerade die Paris-Location ist extrem geil, auch von der Grafik her. Wir haben Echtzeitspiegelungen, wir haben coole Lichteffekte. Und was auch sehr wichtig ist, die ganzen Personen, die Menschen, die da rumlaufen, die werden wirklich realistisch dargestellt. Also das sind jetzt nicht irgendwie so ganz schlicht gemachte NPC-Charaktere, sondern die haben auch wirklich schöne, flüssige Animationen, haben auch ordentlich Details. Also das ist ein wirklich, also aus meiner Sicht der wahrscheinlich derzeit hübscheste Hitman-Teil, ja, den es bisher gab. Also es ist wirklich optisch extrem ansprechend, aber fordert auch ordentlich den Rechner, obwohl das Spiel auf DirectX 12 sogar schon setzt. Also ganz modern. Trotzdem werden wahrscheinlich selbst High-End-PCs ordentlich ins Schwitzen kommen, wenn man sämtliche Details voll aufdreht und zusätzlich dann eben in einer größeren Menschenmasse unterwegs ist. Also kann es dann schon passieren, dass man auf 30, 40 FPS runterhüpft. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen Optimierung vorgenommen wird. Aber trotz allem, es ist halt ein wirklich optisch wahnsinnig hübscher Titel. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das klingt auch großartig. Wobei anderes, als wenn wir erwarten ja auch, dass es mit jedem Teil hübscher wird. Also Logischerweise, ja. Technik der bleibt ja klassische nicht stehen, ja. Stillstand, den manche Spiele haben, den will man ja eigentlich nicht. Na So ist es. gut, dann gib mir doch am besten noch einen Gesamteindruck von allem. Ich meine, du hast zwar nur die Beta gespielt, Genau. aber im Endeffekt ist die Beta ja quasi das Grundspiel, also. Genau, ist ein gefasstes Basisspiel. Also natürlich muss ich erwähnen, es ist echt schade, dass ich nicht diese Paris-Mission spielen konnte. Dann hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr sagen können. Jetzt so der erste Eindruck, es ist halt das gute alte Hitman, halt mit einem neuen Verkaufskonzept, mit einem anderen Vertriebskonzept dahinter. Ob man das jetzt gut oder schlecht heißen mag, darüber kann man jetzt echt wieder Stunden diskutieren. Am Ende des Tages ist es aber für mich entscheidend, dass das Spiel vieles richtig macht, eben diesen Stealth-Charakter wieder deutlich in den Fokus rückt, ja, weg von diesen, ja, ich baller mal alle Leute nieder. Das funktioniert hier einfach in den neuen Hitman überhaupt nicht. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Also es erinnert mich wirklich so an die ganz alten Hitman-Teile oder auch an den ersten Splinter Cell-Teil, wo es wirklich darum ging. Stealth, ja, Stealth ist ganz, ganz wichtig. Es bringt nichts, hier die Waffe zu zücken und durch die Gegend zu laufen. Ich habe es auch probiert, ja, ich habe es auch gleich mal probiert, um zu schauen, ob es geht. Nein, es funktioniert nicht. Also selbst auf der Yachtmission, die relativ klein war und überschaubar, war es nicht möglich, dass ich da jetzt irgendwie 20 Polizisten niederballer. Klar, wenn man sich irgendwie gut verschanzt, wird es wahrscheinlich auch gehen, aber es macht halt überhaupt keinen Spaß. Also und das ist das, was mir wirklich gut gefällt. Also sprich, die ganzen Hardcore-Fans von Hitman, die mit den alten Teilen groß geworden sind, Bock haben auf ein gutes Stealth-Spiel. Ich glaube, die können ruhig zugreifen. Ja, wobei
mal abwarten auf unser Fazit, wenn wir dann die Basisversion hier haben und die komplett getestet haben. Ich möchte mich da jetzt auch noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch noch kein endgültiges Fazit abgeben am 11. März, wenn dann eben dieses Basispaket erscheint, weil man muss einfach auch die anderen Locations gesehen haben, um dann schlussendlich das Spiel als Ganzes zu bewerten. Ja, so wie wir es ja auch bei den Telltale-Spielen machen. Ja, auch da haben wir ja gesagt, wir werden da in Zukunft eher nur so Updates rausgeben und finale Wertungen gibt es dann erst am Ende, ja, wenn wirklich das Spiel komplett ist. Das ist aber auch einfach die bessere Option bei solchen Dingen. Da man kann nicht zu jedem einzelnen Episodentitel dann eine eigene Wertung schreiben, ein eigenes Fazit schreiben und tut sich auch viel denken, zu dass sich von Artikel zu Artikel was tut. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert leider nicht, ja. Ja, das war's eigentlich. Also mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen zu Hitman aktuell. Das ist gut. Ja, sehr also, gut in der gut. Zeit. Grundsätzlich klingt das gut, sagen wir so, denn ich zum Beispiel mochte die alten Hitman-Spiele sehr, also die ganz alten. Ja. 1, 2, 3. Wobei es früher halt möglich war, ballernd rumzulaufen. Die Option war immer gegeben. Du hast dann halt nur die Waffen nicht freigeschaltet und war eigentlich das, was du wolltest. So ist es, ja. Ja, dann würde ich wieder mal sagen, kommen wir wahrscheinlich zum Abschluss. Wie man an dieser Stelle, klar, wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Ihr dürft auch gerne Kommentare, Fragen hinterlassen. Wenn ihr noch was wissen möchtet zum Spiel, tun wir gerne beantworten in unserem Kommentarsystem. Und ja, YouTube-Channel dürft ihr auch gerne abonnieren, logischerweise. Ja, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Dominik, und natürlich bei unseren Zusehern da draußen. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, bis dann.